Dies ist jetzt nur eine kleine Zusammenfassung der nächsten Stunden bis heute Nacht, wie es mit dem Regen, den Unwettern und auch dem Wind weitergehen wird. Grüße Sie und grüße euch. Die Flusspegel steigen und steigen und steigen und sie werden weiter steigen, weil es weitere Regenfälle gibt. Nach dem amerikanischen GFS-Modell fällt bis morgen früh um 8 Uhr das noch an Regen, vor allen Dingen in NRW, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie in den angrenzenden Ländern weiter westlich davon. 50 bis 80 Liter sollen ziemlich verbreitet runterkommen. Und das GFS-Modell ist ja ein Globalmodell, was das alles sehr glättet. Das heißt, regional kann deutlich mehr fallen. Das ICAN-EU berechnet auch rund um die Eifel, also vor allen Dingen in NRW und im westlichen Rheinland-Pfalz, die höchsten Regensummen bis nach Belgien rein. Hier sollen es 50 bis 125 Liter auf den Quadratmeter werden. Und das Arpège bringt ebenfalls solch hohe Regensummen, und zwar südlich des Ruhrgebiets bis in die Eifel rein, in den Westen von Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in Belgien und Luxemburg, auch mit 50 bis 125 Liter Regen auf den Quadratmeter. Und es werden ja diese ganzen Gewitterzellen da reinziehen. Verfolgen wir das mal. Es werden sich jetzt im Laufe des Nachmittags vor allen Dingen über Schleswig-Holstein und im westlichen Niedersachsen einzelne sehr giftige Gewitterzellen bilden, die dann in der Strömung in dieses Starkregengebiet reinziehen. Auch in diesem Starkregengebiet werden einzelne Gewitter dabei sein. Und das macht das Ganze so gefährlich. Wir haben jetzt zum Beispiel anhaltenden Dauerregen und da zieht dann ein Gewitter rein. Das bringt zusätzlich nochmal 20, 30 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das ist eben das Gefährliche und das können die Modelle natürlich nicht so genau erfassen. Drum den Himmel im Auge behalten und natürlich, was drumherum passiert. NRW, Rheinland-Pfalz, das Saarland sind davon betroffen. Übrigens in den Gebieten gibt es auch Schauer und Gewitter. Noch etwas Markantes ist dabei, und zwar der Wind. Der kommt stark bis stürmisch auf der Westseite des Tiefs aus Nord bis Nordwest. Und der wird immer weiter zulegen. Und die Böden sind ja unglaublich nass und gesättigt. Da wird nicht jeder Baum standhalten können. Wenn zusätzlich eine Gewitterzelle durchzieht mit den Gewitterböen, kann es im Extremfall auch umstürzende Bäume geben. Die Situation um 20 Uhr, da ist es ja Gott sei Dank noch hell, diese Gewitter verlagern sich immer weiter aus Deutschland raus Richtung Niederlande und sind nur noch an der äußersten Grenze von Deutschland. Aber hier kann es eben auch unwetterartige Gewitter geben und der Starkregen verlagert sich in die Eifel, in weite Teile von Rheinland-Pfalz und ins Saarland rein. Im Süden sind auch einige Schauer und Gewitter unterwegs. Der Wind wird weiter zulegen. Das Hauptwindfeld ist im Westen von NRW und dann auch in der Eifel gerade Richtung Rheinland-Pfalz geht es dann rein bis Prün. Hier haben wir die stärksten Windböen. Denkt dran, es können Bäume umstürzen. Die Situation um 23 Uhr, da ist es dunkel. Die meisten Gewitter sind nach Westen abgezogen. Das Starkregengebiet zieht ebenfalls ab, liegt dann etwa südlich von Westerwald und Hunsrück, vor allen Dingen noch im Süden von Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Wind wird aber das Gefährliche sein. Der nimmt noch weiter zu und wir haben Windspitzen ziemlich verbreitet von über 60, teilweise über 70 Kilometer pro Stunde. Nochmal, der Boden ist aufgeweicht, da können Bäume umstürzen. Das ist eine ziemlich gefährliche Sache, wenn man zum Beispiel auch durch Wälder fährt. Nicht unterschätzen bitte. Außerdem haben wir zwischenzeitlich an der Nordsee eine sehr, sehr hohe Brandung. Da sind ganz große Wellen unterwegs und im Südwesten nimmt der Wind ebenfalls zu. Hier aus südwestlichen Richtungen wird auch stürmisch im Bereich von Schauern und Gewittern. Im weiteren Verlauf der Nacht, dann um 2 Uhr, ist der ganze Regen, den wir in NRW hatten, in Rheinland-Pfalz und im Saarland so gut wie abgezogen. Da kommt von oben nichts mehr nach. Das Wasser fließt langsam ab und geht dann in die mittleren und größeren Flüsse rein. Die Flusspegel werden ansteigen, aber die Oberläufe sind dann dicht. Da passiert nichts mehr. In Baden-Württemberg und auch rüber Richtung Elsass, das Lothringen, da fällt richtig viel Regen. Das ist aber nicht das Einzige, sondern der Wind. Das gesamte Windfeld kommt hier in den Südwesten gezogen. Und da der Wind im Vorfeld dieses kleinen Tiefs hier aus südlichen bis südwestlichen Richtungen kommt, wird das Rheintal wie eine Düse sein zusammen mit dem Wind. Wir haben schlechte Sicht durch Gischt, den reißenden Seitenwind und die Gefahr von schweren Sturmböen, weil das Ganze hier zwischen Vogesen und Schwarzwald zu einer Düse
böse wird. Auch hier können durch Süd-Südwestwind örtlich Bäume umstürzen. Ebenfalls im Süden Baden-Württembergs und im Südwesten Bayerns weht der Wind stark bis stürmisch. Auch hier ist das sehr, sehr unangenehm. Dann ist das Gröbste durch. Wir schauen nur noch ganz kurz auf die Niederschlagssummen. Hier das amerikanische GFS-Modell, dann bis einschließlich Sonntag. Den Westen haben wir abgefrühstückt, aber in Baden-Württemberg kommt noch viel Regen nach. Und im Süden Bayerns, vor allen Dingen im Südosten, auch von Tirol bis Salzburg rein. Die Regensummen werden vom amerikanischen Modell ziemlich niedrig berechnet. Das deutsche Modell bringt hier deutlich höhere Niederschlagssummen zustande. Das heißt, auch hier wird es ein Hochwasser der Stufen 1 bis 2 aus den Alpenflüssen herausgeben. Und das europäische EZMWF-Modell, das denken wir uns jetzt nur für den Hinterkopf, macht am gesamten Alpenrand über 100 Liter Regen auf den Quadratmeter, mehr als doppelt so viel, wie hier angegeben ist. Durch den Stau der vielen Regenschauer und Gewitter in den kommenden Tagen bis einschließlich Sonntag kommt hier der Regen zusammen. Das heißt, der Rhein kriegt einen immer höheren Wasserstand und im weiteren Verlauf wird es dann auch die Donau sein. Bis später.